Hi, mein Name ist Ulrich Hage und ich sitze hier, stehen tue ich ja nicht, im Gewächshaus, im Kakteenhaus, bei Kakteenhage, in der ältesten Kakteenzucht der Welt und habe mir überlegt, heute ist schönes Wetter, wie wäre es denn, wenn ich mal eine Pflanze vorstelle wieder? Und heute habe ich mir was Spezielles ausgeguckt. Passiert ja eigentlich immer, also die Pflanzen haben ja immer irgendwie was Besonderes, sonst könnte man ja nichts über sie erzählen. Aber ich habe mir heute jemanden ausgesucht und zwar aus der Familie, nee, aus der Gruppe der Kaudexpflanzen. Man sieht das schon, also hier stehen ganz viele im Moment noch nackte Kaudexe rum. Wir sind noch im Februar, das heißt also die Pflanzen sind. Wir haben dieses Jahr einen relativ sonnigen Februar gehabt und deswegen sind also schon eine ganze Menge Pflanzen ausgetrieben. Man sieht das also hier schon, an manchen Stellen wird es grün. Hier, das sind sogar schon ältere Blätter, was man hier sieht. Und ich habe mir also die Gattung Stefania ausgeguckt. Und Stefania ist insofern, also so für mich ist so eine ganz spannende Pflanze. Die ist speziell im Social Media Bereich ganz viel unterwegs. Da gibt es also wirklich die abenteuerlichsten Fotos und also wirklich ist einfach eine schöne Pflanze, muss man so sagen. Und ganz typisch für Stefania erecta sind also die nahezu kreisrunden Blätter. Ich muss jetzt mal gucken. Also ich habe hier ein kleines Blatt, was der Sache relativ nahe kommt. Es sieht zwar so aus, ob schon mal jemand reingebissen hätte, aber. Also das ist hier so ein ganz kleines Blättchen. So kann man es vielleicht besser sehen. Und die gehen aber eben, die werden auch richtig groß. Also wenn ich mir sowas hier anschaue, das ist jetzt eine andere Art. Ich halte mal den Namen ins Bild, dann kann man das besser erkennen. Das ist, dürfte also Stefania, ich gucke nochmal schnell. Zephalantha heißt das. Und die hat eben eher so, ja, also man kann schon sagen, fast herzförmige Blättchen. Also wenn ich mir hier diese Pflanze anschaue, ja, das ist total niedlich. Hier kann man das ein bisschen sehen. Da sind also die Blätter wirklich schon in Herzchenform. Und was also typisch ist für Stefania, die haben also Winterruhe. Das heißt, also wir sehen auch hier die meisten Pflanzen, sind also gerade frisch ausgetrieben. Und die kommen also im Frühjahr raus. Und wichtig dabei ist, das sollte man auch wissen, in der Regel treibt das erstmal das Grün. Und während das also bei vielen anderen Pflanzen so ist, dass also entweder vorher oder wenigstens zeitgleich auch die Wurzeln mitkommen, das ist also bei Stefania, haben wir beobachtet, nicht zwangsläufig der Fall. Das heißt, es kann durchaus sein, dass die Pflanzen, also ich wackel daran nicht, dass die Pflanzen noch keine Wurzeln unten drin haben. Das heißt also da auch vorsichtig mit dem Kübel, mit dem Gefäß sein, dass die da nicht durcheinander kommen, weil das kann durchaus sein. Also zum einen, die bilden nicht gerade viele Wurzeln, also da ist relativ wenig Bewegung in der Erde und da sollte man sie nicht stören. Und ja, es sind sehr attraktive Pflanzen, das habe ich ja erzählt, die, man kann das hier schon so ein bisschen sehen. Auch hier richtig durch die Gegend ranken. Das heißt also, wer gerne sein Zimmer damit begrünen möchte, der kann also diese Ranken auch, hier ist jetzt gerade nicht so, ich könnte jetzt hier oben ans Heizungsrohr beispielsweise eine Befestigung machen und dann würde die Pflanze also da ganz locker nach oben in den Himmel wachsen. Also damit kann man richtig auch große Flächen, so regelrecht Vorhänge begrünen. Hier ist der andere Trieb. Und hier kann man auch noch sehr schön sehen, wer möchte, es gibt also, ich habe vor ein paar Tagen ein vergleichbares Video gemacht, das gibt es nur auf Facebook und Instagram. Und da habe ich eine Frage gestellt, weil ich also mir selber auch nicht so ganz sicher war. Ich hatte den Verdacht, dass an den Trieben zuerst Blüten erscheinen. Und das ist das, was wir hier also sehen. Das sind also tatsächlich hier diese kleinen, ja, Blütentriebe, Knospen. Und hier kann man es auch noch mal sehen, kann ich es ein bisschen näher ranhalten. Das sind also die Blüten und die kommen, und das ist jetzt das Interessante, jetzt hoffentlich schmeiße ich es nicht durcheinander. Da ist es also so, dass also
glaube, ich habe es mir richtig rumgemerkt, wenn die Blüten zuerst kommen, dann sind es weibliche Knollen, Kortexpflanzen, Knollen, ja. Und wenn zuerst die Blätter kommen, dann sind es männliche Knollen. Das heißt also, die sind zweihäusig, wir haben also sozusagen sowohl männliche als auch weibliche Knollen. Und daran kann man die also verhältnismäßig gut unterscheiden. So, und das Zweite, was ich vermutet habe, hat mir auch jemand bestätigt. Da komme ich noch zu einem anderen Punkt. Wir bieten nämlich, solange die noch nicht fertig oder noch nicht begonnen haben auszutreiben, bieten wir im Moment die Pflanzen so an. Und zwar als, ich nenne es jetzt mal Selbstbau-Kit. Da sind die Pflanzen erheblich günstiger. Also das heißt, man bekommt so eine Knolle. Die ist also hier noch praktisch so ganz nackig. Kann man einfach in die Erde stecken, so wie wir das hier auch gemacht haben, und warten, bis die austreibt. Und die gibt es also in ganz klein. Und das ist jetzt hier in dem Fall eine ganz große. Und es gab, glaube ich, auch noch verschiedene andere Größen oder zumindest eine weitere Größe dazwischen. Und die kosten also deutlich weniger als eine fertig getopfte Pflanze. Also nur zum Vergleich, so ein kleiner Knubbel, der kostet im Moment, kann sich natürlich ändern, aber so, die gehen so bei 15 Euro los. Und wenn die Pflanze getopft ist, das heißt also, das sind jetzt natürlich auch sehr große Exemplare, aber dieses gute Stück, das liegt also bei über dem Zehnfachen. Das heißt also, die kostet hier knapp 170 Euro. Und auch dieser Knubbel ist also immer noch verhältnismäßig erschwinglich. Wenn die dann getopft sind, sind die natürlich auch teurer, also auch hier die Erectas. Also insofern das so als kleiner Geheimtipp, wenn man da also günstig an diese Trendpflanze rankommen möchte, ist das jetzt eine gute Gelegenheit. Im Grunde macht man nichts falsch, weil es ist also nicht nur die Knolle, die man bekommt, sondern bekommt also gleich noch einen Sack Erde und einen Topf dazu. Das Etikett ist vermutlich auch mit dabei. Das heißt also, eigentlich ist alles mit dabei, richtig praktisch, lohnt sich. Und man hat auch das Gefühl, das ist mein Baby, das wächst also durch meine Hand. Das ist also auch noch so ein schöner Nebenbei-Effekt. Also ich finde das ganz putzig, war eine Idee von meinen Kollegen. Und es gibt schon eine ganze Menge Leute, die also wirklich auch bestätigt haben, hey, coole Idee, das mache ich auf jeden Fall, das will ich mal probieren. Also insofern ist auch das noch ein schöner Nebeneffekt. Und richtig geil wird es natürlich, wenn dann die Pflanzen ausgetrieben sind und die also dann so einen großen Puschel mit Blättern oben drauf haben. Kann ich nur empfehlen, und wer mal gucken will, also auf Pinterest oder Instagram einfach Stefania eingeben und da sieht man also ein riesengroßes Paket mit ganz tollen Pflanzen, die man da also halt eben nicht nur dann auf dem Handy hat, sondern die man dann auch zu Hause in der Sammlung haben kann. Das so als kleine Empfehlung heute zum Sonntag. Das war's schon von mir. Mein Name ist Ulrich Hage. Alles Gute und bis dann. Ciao.